Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur 34. Folge Monbazoo. Heute werde ich ein bisschen am Auto rumfummeln und wir werden das Rennen gegen Luke gewinnen. Das ist mein Plan. Natürlich wieder Ahornsirup machen und sowas. Das übliche. Das übliche Daily Business. Schön erstmal Putin essen, hier auf die Situation klarkommen. Was ging hier? Oh. Unordnung ging hier. Guck mal, wie perfekt ich das geworfen habe. Bam. Luke, nimm dich in Acht. Läuft heute. Einen trinken wir. Einen werfen wir. Gucken wir unseren Pflänzchen. Alles gut. Und ich wollte ein bisschen BMW-Tuning machen. Konig-Tuning, es tut mir leid. Und zwar den Auspuff will ich heute austauschen. Und dieses blöde Underglow-Kit dran bekommen. Ich habe nämlich bei anderen YouTubern gesehen, die haben die Fernbedienung in der Mittelkonsole liegen. Und da ich das hier irgendwie nicht ans Auto kriege, nirgendwo, es hat keinen Snap-Point, vermute ich, dass man das einfach hier in die Mittelkonsole legt und somit sein Underglow-Kit montiert. Das jetzt angehen dürfte, ja, perfekt. Und ist auch noch rot. Vorübergehend reicht das, bevor wir das Auto umtunen. Ja, geil. Somit haben wir das Underglow-Kit installiert. Ranlaufen. Da snappt es. Einfach einbauen. Mit rechter Maustaste gedrückt halten, könnt ihr es dann wieder ausbauen. Alles klar. Jetzt werden wir uns mal kurz an den Auspuff machen. Weil das Ding ist doch schon mega hässlich. Wir haben zwei Stück. Einer hat so ein bisschen was, so einen blauen Aspekt. Das ist bei unserer Farbzusammenstellung gerade ein bisschen scheiße. Ich glaube, ich werde den anderen nehmen erstmal. Ja, wenn er ein bisschen prollig ist, aber ist ja auch ein Konig, ne? Der muss auffallen, der muss auffallen. So, perfekt. Ich vermute, das sind nur die beiden Schrauben, oder? Ist dürftig? Ja, easy. Das hat sich von selbst erklärt. Da habe ich keine 3 Folgen für gebraucht, oder 4 oder 5. Bis ich geschnallt habe, wie das funktioniert. Jetzt legen wir uns hier die Schrauben zurecht. Nein, die will ich nicht. Digga. Danke. Wo sind die hässlichen? Die tun wir irgendwann mal verkaufen. Gibt bestimmt auch Geld. Jeder Cent ist was wert. Mach keine Unterordnung. Lan. Okay. Wieso geht das nicht? Es liegt hier irgendwo eine Schraube unter mir. Ist in Ordnung. Wo ist mein Schraubenschlüssel? Da. Den bringen wir jetzt an. Easy. Keiner sieht, dass wir eine verrostete Auspuffanlage haben. Schön gefaked. So. Ist dran, ja? Dran. Dran. Cool. Weg. Ja, passt. Was sagt ihr? Wie gefällt er euch? Bisschen prollig, aber gut. Hm? Okay, schnell. Wir haben 16.30 Uhr. Wir gehen nochmal beim Bruder vorbei. Zeigen ihm unseren neuen Honig. Kommen wir noch zur Tanke? 17 Uhr, ne? 17.30 Uhr, glaube ich, macht die zu. Soweit ich mich aus dem Kopf erinnere. Was dann wahrscheinlich auch falsch ist. Das schaffe ich nicht mehr. Nee. Egal. Wir gehen zum Bruder und dann machen wir ein bisschen Sirup. Anschließend fahren wir das rein. Die mich hier alle wegschubsen, als ob der Konig aus Papier wäre. Oh. Da runter bitte. It's perfect. Okay. Du rollst bitte nicht. Nein! Hallo? Danke. Nicht rollen.
Ist da eigentlich ein Garten? Nö. Der hat gar nichts. Voll das Fake-Haus. Ich hab wenigstens so, ne, Wasserstelle und so. Richtig cool gemacht. Er einfach gar nichts. Naja. Ich würde es da hochquälen müssen. Ich dreht halt permanent durch. Liegt gar nicht an der Kraft. Ungetuned, ne? By the way, 115. Auf Sand. Nur mit elektronischer Steuerung drin. Vielleicht bringt der Auspuff ein bisschen was. Das kann schon sein. Ein paar PS obendrauf, gut möglich. Ich glaube 120 habe ich hier noch nie geschafft. Das war schon ordentlich jetzt. Was aussieht, wir brauchen unbedingt Felgen. Vielleicht nicht direkt, weil Felgen sind teuer. Aber mittelfristig. Jetzt noch ein bisschen was durchbrennen. Strom war an, ne? Ja, ja, den habe ich gar nicht ausgeschaltet. Fahre ich da schnell hin. Mach ein bisschen Holz da rein, das dürfte da auch noch genug rumfliegen. Wird schlecht von dem Geschunkel hier. Ich will ankommen. Mal kurz kotzen gehen jetzt. Kann er bitte wieder auf grün stehen? So. Okay. Dich schmeißen wir an. Zum Glück brennt das noch nicht. Das war relativ knapp. Okay. Drei Stück sind drinne. Das darf schon mal anfangen. Drei Holz, drei Papier. Logisch, ne? Völliger Bullshit. Ein Papier reicht völligst. Okay. Hier ist alles an. Das läuft. Läuft, läuft. Ja, ich würde sagen, bis gleich, Leute. Gut. 20.10 Uhr. Hier sind schon 160 wieder drin. Das Ding pumpt auf dem Sweet Spot gerade. Wir machen trotzdem den letzten hier rein. Und gehen zum Rennen. Let's go! Haben wir hier eigentlich... Ja, wir haben hier Licht. Bring ich es auch an. Upsi. Mein Fehler. Das Quad ist super. Fühle mich auch gar nicht wie auf so einem Minischiff, auf dem einem sofort schlecht wird. Stellen wir einfach hier ab. Scheiß mal auf das Ding. Ab zu unserem wunderschönen BMW. Konig 2. Handbremse kann man schon mal ausmachen, bevor man losfährt. Und man könnte theoretisch das Licht anschalten. Das im Innenraum aus. Und let's go. Jetzt bin ich gespannt. Wir machen auf jeden Fall schon mal NOS an und auf Stufe 3. Nee. Auf gar keinen Fall auf Stufe 3. Kriegen wir ja Wipeout ohne Ende. Wir dürfen nicht lange auf seine Spur kommen. Der fährt wie ein Panzer. Sobald er uns von hinten rammt, ist es vorbei. Das heißt, ich muss versuchen, ruhig zu fahren. Was zum Thema? Vielleicht lasse ich ihn sogar am Anfang. Was heißt vorfahren, aber ich nosse halt nicht.
Und dann am Ende gibt es ja so eine lange Gerade. Auf der hole ich ihn dann diese paar Meter noch ein. Zur Not dann auch mit Nossen. Das ist der Rennplan. Mal gucken, wie es läuft. Auto drückt auf jeden Fall gut. Als ob der Auspuff noch ein bisschen was gibt. Jetzt ohne Scheiß. Könnte sein, dass das uns ein bisschen was gebracht hat an Leistung. Was geht, Leute? Ich bin am Start. Ich verprügel jetzt Luke in diesem Rennen. Wenn der gewinnt, verprügel ich ihn halt for real. Und werde ich ihn verfolgen, guck, wo er hier in dieser Stadt wohnt und baue seinen Auspuff ab. Okay. Irgend sowas wird dann passieren mit ihm. Gut, Handbremse ist raus. Wir haben Nos an. Alles gut, okay. Gut. Wir machen das jetzt. 2-1. Go! Wie gesagt, er darf kurz. Das ist in Ordnung. Wir wollen da nicht meckern. Jetzt fahren wir die relativ... Oh nein, ich bin aus einer... Fuck! Och man. Ich hoffe, ihn hat es auch rausgeschmissen. Nein, natürlich nicht. Er fährt wie ein Panzer. Ich darf halt gar nicht auf seine Spur kommen. Oder hinter ihm fahren. Ohne Scheiß. Digga, der beleidigt mich auch noch. Ich hätte ihn sowas von gehabt. Ach komm. Ist doch Schmodder. Ist doch richtig scheiße. Beim nächsten Mal lasse ich den vorfahren. 200 verschwendet. Ich bin mad. Scheiß Luke. It's only a game. Why you have to be mad? Naja gut, müssen wir wieder Geld auf ehrliche Art und Weise verdienen. Puh, Alter. Upsi. Darauf dampfe ich mir erstmal ein. Darf doch nicht wahr sein. Oh ja, das entspannt. So ein Scheiß. Dreht er mich einfach zum zweiten Mal. Ja, wir sind definitiv schnell genug. Ist überhaupt kein Problem. Wir holen uns das Geld wieder. Was soll das? Gedanken beim Rauchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beim nächsten Mal fahre ich die Kurve mit einer Handbremse da und versuche auf meiner Spur zu bleiben. So schön eng, dann Handbremse rein. Ich übe hier gerade. So ein Mist. So ein Much. Päh. Echt schade. Jetzt wären wir schon bei knapp 5. Beziehungsweise 2,7. So haben wir Arsch. Arsch haben wir. Ich gehe enttäuscht schlafen. Ich schmeiß mir den Stummel ins Bett. So gehört sich das. Ab geht's. Mann. So ärgerlich. Das erzähle ich Mama, was da passiert ist. Mama! Wie war denn deine Nummer nochmal? Hallo? Mama, er hat mich besiegt. Obwohl ich viel schneller bin. Ja, ich bin Jason. Okay. Danke. Ich liebe dich. Vielleicht sollte ich jetzt ein bisschen was gießen. Yep. Machen wir schnell die Stadttour. Brauchen wieder Geld, das ärgert mich. Okay,
Okay, die können wir hier lassen. Wir haben noch ein bisschen Pudding, das können wir essen. Okay. Désolé. Sorry. Pardon. Gemütlich im vierten Gang rumtuckern. Darf nicht meine Kisten verlieren, meine Fässer. Okay, mittlerweile ist der Konik um einiges schneller. Früher hatte ich das Gefühl, dass der hier ein bisschen mehr abgeht. Erstmal ein guten Morgen-Ding. Oh oh. Guten Morgen, Lunte. In dem Zustand, in dem wir eingeschlafen sind, gehen wir auch in den Tag. Wieso ist es hier so nebelig? Das ist nicht meine Schuld. Auf gar keinen Fall meine Schuld. Bin ich am Bruder vorbeigefahren? Ja, bin ich. Habe ich Kisten verloren? Eine. Das ist ein guter Schnitt. Im Ernst? Ja, ich habe eine verloren. Scheiße, die werde ich wieder Ewigkeiten suchen. Ja, kannst du? Danke. Einfach Gangschaltung kann der für mich finden. Fuck, Mann! Habt ihr mein Fass gesehen? Ich bin definitiv verantwortungsbewusst gefahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das passiert ist, aber okay. Ich bin's schon gewohnt mittlerweile, deswegen. It is what it is. Wo bin ich denn drüber geklettert? Alter Scheiße. Wir geben jetzt erstmal ab, was wir haben. Bevor ich das andere suchen gehe, weil da kann noch einiges passieren. Ich glaube, mittlerweile brauche ich wieder ein bisschen Sprit für zu Hause. Ich sehe nichts. Kann ich hier durchfahren? Bestimmt. Nee, kann ich nicht. Falls ihr euch fragt, was ich mache, tauchen und fahren. Gimme that money. Gimme that money. Und wir gucken jetzt nach unserer verfluchten Kiste, die hier irgendwo rumfliegt. Scheiße, egal. Zu dem Typ kann ich auch noch kurz reingehen, wenn wir das zweite Fass abgeben. So. Hi, Boys. Hello, my friends. Also, ich hatte es schon bei der Stadteinfahrt verloren gehabt, auf jeden Fall. Einfach aus der Stadt erstmal. Hey, ja, yes, sir. Merci, ich verstehe. Genau wie ihr sagt. Das Fass kann nicht weit weg sein. Bitte lass es jetzt nicht irgendein Abhang runtergerollt sein, dass ich das nie wieder finde. Wo sind wir denn kranke Kurven gefahren? Bestimmt hier irgendwo. Das schon mal hier rausgeplumpst. Ich check erstmal. Erstmal checken. Nicht, dass ich hier dann blöd rumfahre. Hier ist kein Fass. Wir brauchen mal fertig. Oh nein, da kommt jemand! Chill dich! Chill dich!
Verdammt! Ich hab gefettfingert. Diesmal wollte ich nicht brauchen. Da ist das Fass. Ruhe da jetzt. Ruhe. Vorsicht. So. Hast du noch niemals einen rauchenden Mann gesehen, der einen Fass mit Ahornsirup verloren hat? Oder was ist los mit dir? So nah ranfahren. Digga. Komm ich da rum? Ja, ich komm da rum. Easy. Fass bleibt drin. Vollgas. Fass bleibt drin. Jawoll. Was fettfinger ich denn heute so oft? Das Fass hat richtig Spaß. Komm her, Fass. Rein mit dir. Also. Jetzt hätten wir 5-1. Ich bin echt traurig. Hi. Wollen wir noch eins nehmen? Ja, komm. 4 ist schon irgendwie geiler. Können wir eins... Nee, warte mal. Ich fahre eine Tour mit allen. Ist mir irgendwie lieber. So, das machen wir hier hin. Das wartet bis morgen. Können wir die anderen auch wieder abholen. Und wir fahren ein bisschen neues Brennen. Ich glaube, ich brauche mittlerweile wieder Holz. Und wir wollen das Rennen auf jeden Fall heute gewinnen. Das wäre mal cool. No. Mich aufregt. Zur Seite weggeschoben. Wir waren nicht beim Bruder, gell? Bei dem fahre ich jetzt kurz noch ran. Die Zeit haben wir easy noch. Gut, dass das Fass nicht dabei ist hier. Ja. Oh, perfekt. Du musst du erst mal machen können, so um das Stoppschild herum. Bock auf das Rennen. Revanche. Lass ich ihn halt vorfahren in der Kurve. Super sachte die Kurve fahren, dann alles gut. Okay, wir gucken mal schnell. Nach unseren wunderschönen Pflänzchen. Die sind immer noch gegossen, ja, passt. Gefällt mir. Wie sieht's hier aus? Das sollten wir am nächsten Tag lösen. Die nehme ich schon mal mit. Wir werden auf jeden Fall mit dem Truck fahren. Und wir gehen noch ein bisschen Holz machen. Heißt aber, ich nehme die hier mit. Die darf jetzt auch im Fahrradraum rumfliegen. Mann. Oh, ich denke, wir werden heute Kaffee gebrauchen können. Geh weg da. Geh weg. Stehst mir im Weg. Hier war doch ein Baum, den ich mitnehmen kann. Täusche ich mich? No. Ich täusche mich nicht. Gehen wir hier mal ganz kurz ab. Hat sich hier wieder was erneuert? Yep.
Oh yeah, Baby. Gut. Da seht ihr die Dinger noch rumfliegen. Die werden sich jetzt noch nicht erneuert haben. Ja, geil. Alles Money, ne? Können wir dann alle fällen. Hier einen Strand ausmachen erstmal. Okay. Vielleicht sollte ich das Auto damit nicht positionieren. I don't know. Überall die Dinger. Die braunen Bäume sind halt die wertvollen, aber von denen habe ich halt anfangs ein paar gecuttet, ohne mir davon neue anzupflanzen. Deswegen haben wir so wenige. Aber wir haben ja an der Straße da oben so 6-7 Stück angepflanzt. Sobald ich die verdoppel, werde ich die fällen. Da kommt dann schnell sehr viel zusammen, wenn du dann mit dem Anhänger vorfährst. Dann noch ein paar Maple Trees platt machen, passt. Wir haben da einen riesigen Ur. Irgendwann kann man diese ganze Ahornsirup-Produktion im Prinzip klein hacken. Wenn du eh alles hast und genug Geld und nur noch rennen fährst auf der Rennstrecke. So stelle ich mir das irgendwie vor. Gedanken beim Rauchen. Komm schon. Fall da nicht raus, bitte. Versuchen den Scheiß nochmal hier. Ich kann natürlich auch die Ladefläche aufmachen, ist aber dann zu einfach. Ach Mann. Geht auch nicht. Schade. Yay! Na gut. Na gut. Dann gehe ich jetzt auch da hinten nicht hin. Die lassen wir noch ein bisschen wachsen. Sehr holprig hier. Wann darf ich terraformen? Und mir eine Straße hinbauen. Asphaltiert. Dreispurig. Wann? Baums. Noch mehr Baums. Wieso bin ich nicht davor gefahren? Das besser. Das der. Oh mein Gott. Scheiße, ich hätte das Fass mitnehmen sollen. Wenn wir was brennen können. Na gut. Na gut, wird halt voll. Geht das nicht? Gut. Geht doch. Sag ich doch. Da hinten sollten eigentlich schon die Bäume hin, die ich irgendwann abschlachte. Aber gut. Kann auch sein, dass wir ein paar Ahorn Bäume kaputt machen, weil davon haben wir echt viele. Mal gucken. Natürlich, wenn das alles automatisiert ist, ist das ja vielleicht auch sinnig, das alles zu behalten. Gut, jetzt habe ich die Schere natürlich dabei, die ich nicht brauche. Ist egal. Wir machen ein kurzes Mittagsschläfchen, denke ich. Und dann dürfte es spät genug sein, dass wir das Rennen noch fahren können. Mittagsschläfchen dürfte jetzt perfekt sein. Ich habe auch genug geraucht, dass ich Mittagsschlaf machen kann jetzt. Gut, dass ich die Schere hier angelegt habe. Fa-na-a!
ein bisschen japanisch angehört. Gut, den machen wir hier raus, den brauchen wir gleich. Alles klar. Wir rauchen erstmal tot. Räumen noch ein bisschen auf. Das ist hier alles Geld. Könnten wir mit den Schrauben theoretisch auch mal machen. Ziemliche Zeitverschwendung gerade. Passt, dann bin ich die los. Mach das da alles hin. Kaufen einen Tray noch extra für die. Ist ja voll kacke. Liegen dann da alle rum, das ist nicht so geil. Weg damit. Die wollen wir gar nicht mehr benutzen. Ne. Ne. Pfui. Bleh. Nein. Der ist gut. Der ist gut. Behalt den. Behalt den. Nimm den weg. Der ist eklig. Nimm nur die ekligen. Ist gar nicht so schwer. Gut. Die eigentlich da auch reinballern, ne? Fürs nächste Mal. Jedes Mal nimmt er das. Gut. Rot und Blau, wunderbar. Hier liegt nicht mehr so viel rum. Ich meine, das ist auch Zeugs, welches wir verkaufen können. Das tue ich da auch mal hinschmeißen. Bam. Und wir legen uns hin, nachdem wir was getrunken haben. Was so schön auf unserer Treppe liegt, können wir hier noch was reinballern. Mittlerweile sortiere ich das nicht mehr so schön, hat gar keinen Sinn. So. Sieht's aus wie bei mir in der Wohnung. Na. Ja, perfekter Mittagsschlaf, würde ich sagen. Das ist doch optimal. Wenn wir hier mal wieder checken. Ja, die wachsen fröhlich vor sich hin, das ist in Ordnung. Ballern da wieder was drauf. Hab irgendwie das Gefühl, das nützt was. Als ob der Timer wieder zurückgesetzt wird. Können wir hier an der Kiste was machen? Haben wir noch irgendwas? Nee, gell? Nö, nicht wirklich. Könnten die Schraube in Rot tauschen. Nee, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Mama haben wir angerufen. Beim Bruder waren wir. Waren wir beim Bruder? Nope, wir waren nicht beim Bruder. Verdammt, ich hab ihn verpasst. Ich guck mal, ob er noch da ist. Einmal auf die Schnelle. Vielleicht haben wir ja Glück. Nee. 18 Uhr ist der weg. Schade. Gut, da wir nichts brennen können. Und Zeugs. Fahr ich doch einfach mal zum Rennen. Positioniere mich schon mal da. Und dann fahren wir das noch in dieser Folge. Ich habe mir gerade gedacht, wir fahren mal zusammen zur Post. Mir wurde ja geschrieben, dass Postfach 69 unseres ist. Wer hätte es gedacht? Steht ja auch in meinem Namen, ne? Natürlich ist das dann meins. Oh. Okay. Schön die Werbung reingedrückt bekommen. Nice. Das nehme ich mit. Und was ist das? Oh. Werbung. Ja, das ist ja, ne? Nehme ich alles mit. Hebe ich mir alles auf. Habe ich jetzt was zu lesen, während ich hier am Supermarkt chille? Weil viel mehr kann ich hier nicht tun. Holzhacken hätte ich machen können, hatte ich aber jetzt gerade keinen Bock drauf.
Ich will Rennen fahren. Lasst mich Rennen fahren. Gut. Gut, 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 gut. Okay. Bis gleich. Na? Wollt ihr das weirde Schauspiel mitbekommen? Weird. Hallo. Hallo. Ich krieg wieder Urheberrechtsprobleme wegen diesem Lied. Geil. Freut mich total. Ich mach dich fertig, Alter. Was? Ist an, ne? Everything I do wird monetarisiert für diesen Song. Nicht monetarisiert, Urheberrechtsanspruch, shit. Bam, jetzt! Ist mir egal. Lass ihn. Das ist in Ordnung. Ich fahre jetzt die Kurve so, dass er mich nicht hittet. Ja, genau. Genau. Guck. Arme Nack. Du bist ein Lappen. Da drücken wir auch noch ein bisschen Nost rein. Ja. Noch ein bisschen. Ha! Lappen! Ha! Was sagst du jetzt? Das hole ich mir jetzt jeden Tag, du Penner. Jeden Tag komme ich, gewinne das Rennen gegen dich und werde reich nur von dir, Luke. Ha, 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 ha. Bis zur nächsten Folge. Peace out, Mann.